Ja, meine Freunde, willkommen zurück bei Resident Evil Zero. Ja, jetzt muss ich kurz gucken, wo der Speicherraum war. Hier war der Safe Room. Wir haben in der letzten Folge einen Schlüssel gefunden und unser Kumpel Edward ist von Zombie-Hunden totgebissen worden. Sprangen auch zwei Hunde durch die Kabine. Ja, durch die Scheibe. Ey, da liegt jemand. Und die haben mich ziemlich erschreckt, das kann ich euch sagen. Das war nicht nett. Ich frage mich ja nur, warum die Passagiere hier eigentlich Munition dabei haben, ja? Pistolenmunition. Natürlich nehme ich die mit. Und hier liegt ein Zettel, meine Freunde. Passagiertagebuch, 14. Juli. Heute kamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend Überreste des Labors in den Arklay Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Wir, die erste Gruppe, sollen prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffen Typ Y139 musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ Y139. Wir wissen immer noch nicht genug über Reaktionen auf den T-Virus in Krebsen. Es gilt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon kleinste Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung, interner Gifte und Hirnentwicklung. Würden diese Auswirkungen gesteuert, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider gehört auch die Kopfschale zu diesen Bereichen. Betreibt das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschungen? Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es der Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf nicht daran denken. Ich muss mich auf den reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Passagiertagebuch mitgenommen. Okay, irgendwas passt hier nicht ganz in der Umgebung. Natürlich Resident Evil kennt, weiß, dass Umbrella, ein großer Pharmakonzern hier, ein bisschen Gott spielt, ja. Jetzt überlebe ich gerade. Ich glaube, diesen Schlüssel brauche ich am Anfang. In der letzten Folge, wo es hieß, da geht es ins Zugabteil, ich komme nicht durch. Da müsste der Schlüssel passen. Ja, der Regen beruhigt ein bisschen. Hier liegen noch haufenweise Tote herum. Eclipse Express. This is Rebecca. Over. Enrico! Hello? Can you read me? Please respond. Rebecca, I can hear you. Now listen up. We've obtained detailed information on the fugitive from a document found in the wrecked wagon. Billy Cullen killed as many as 23 people. Over. 23 people? We've also confirmed that he was institutionalized, so keep your guard up. Can you hear me, Rebecca? Over. Stay alert, Rebecca. You wouldn't think twice before killing you. Enrico! Captain! Hello? Hello! Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber Rebecca ist schon eine Süße, ja? Wir sitzen der Zombie da links. Boah, wow, du Sackgesicht. Ja, wenigstens taucht er nicht aus dem Nix aus. Der ist da zwischen den Stühlen gehockt, der kleine. Ja, ich wollte gerade gucken, ob er noch lebt.
Ja, er blutet. Okay. Dann gehe ich mal weiter. Sie haben den Zugschlüssel verwendet. Diese Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen. Ich habe mich immer gefragt, woher die Charaktere wissen, dass sie diesen Schlüssel nicht mehr brauchen, ja? Ist das Eingebung oder... Ich weiß es nicht. Aber definitiv interessant. It's gonna be dangerous from here on in. Why don't we cooperate? Cooperate with you? Listen, little girl, if you haven't noticed, there's some pretty freaked out things on this train. And I, for one, want to get out of here. I don't think we stand a chance doing it alone. You expect me to trust you, a wanted felon? I don't need your help. I can handle this on my own. And don't call me little girl. All right, Miss Do-It-Yourself. What should I call you? The name is Rebecca Chambers, but that's Officer Chambers to you. Well then, Rebecca... Why don't you go and try, while I wait here? Ja, ist er nicht ein netter Kerl, der Billy? Hier liegt noch ein Zettel. Hinweise für Vorgesetzte. Vor dem Abschalten der automatischen Türen ist sicherzustellen, dass alle Mitarbeiter den Speisewagen verlassen haben. Der Hauptschalter für automatische Türen ist auf dem Dach des 5. Waggons. Inspektionen finden statt, wenn der Zug geparkt ist. Nach Abschluss der Inspektion ist die Leiter an der Rückseite der 2. Etage des Speisewagens zu benutzen. Umbrella Corporation Wartungsabteilung. Ja, es ist ein Zug von Umbrella. Ist das nicht schön, Leute? Da kann doch gar nichts schief gehen, oder? Das ist so sicher, wie es gerade geht, wenn es Umbrella gehört. Oha, hier brennt schon alles. Auf der Theke liegen lauter Zettel mit Bestellungen. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Das war mir wieder so klar. Grafik ist toll, also wirklich für ein GameCube-Spiel top. Excuse me, sir. Sir. Was ist denn das? Hör auf mich zu schlagen, das macht mich gar nicht. Geh weg. Warum stirbst du nicht? Who is that guy? What's going on? Who's controlling the train? Go and check out the first engine car. Listen, we gotta cooperate with each other from now on. You got that?
Well, I don't... Clue in, girl. Or maybe you like being worm bait. All right. But you just remember, I will shoot you if you try anything funny. Fine. Now take these with you. If you find anything, give me a call, all right? Spielhandbuch 2, Figuren wechseln. Beachten Sie, dass Teamnamen sich nach dem gewählten Controller-Typ richten. Gut, das brauche ich jetzt nicht. Das erklärt mir jetzt nur, dass ich eben Charaktere wechseln kann. Ja. Billy gehört jetzt nämlich zu uns. Wie ihr seht, ich kann beide gleichzeitig steuern, wenn ich will. Kann auch für Billy extra Status setzen. Wie komme ich jetzt rüber? Partner. Ich will jetzt eigentlich aus dem Menü wieder raus. Billy hat ein Messer. Ach ja. Jetzt spiele ich mit Rebecca. Und jetzt spiele ich mit Billy. Ich habe eigentlich immer mit Billy gespielt, weil mir der irgendwie sympathischer war, ja. Und ihr seht schon, es ist eigentlich wie in Resident Evil 5, nur besser. Denn hier ist die KI nicht so dumm wie Shever. Auf dem Tisch steht eine nicht beendete Mahlzeit. Ja, und ihr habt jetzt gesehen, der Feind hat sich aus lauter kleinen Viechern zusammengesetzt. Und es waren so Igelkreaturen. Da ist eine Leiter. Sie scheint aufs Dach zu führen. Leiter hochklettern? Ja, bitte. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, setzt sich aus lauter kleinen Viechern zusammen, aus diesen Igeln. Und es sind wirklich harte Gegner mit der Pistole. Also es sind wirklich hunterhart. Wow, jetzt sind wir auf dem Dach des Zuges. Das sieht ja mal verdammt geil aus mit dem Regen. Kann ich da jetzt irgendwie weiter oder nicht? Ach, guck mal, hier ist ein Loch in der Decke. Ich würde mich auch noch schnell auf den fahrenden Zug stellen, ganz ehrlich. Die Stromkabel wurden herausgezogen. Kabel wieder einstecken, ja. Kriege ich wahrscheinlich gleich einen Schlag, oder? Und wir sind wieder mal getrennt. Ja. Wir machen jetzt mit Billy weiter. Pistolenmunition. Das ist gut. Wir sind jetzt hier in so einer Art Küche, so wie es aussieht. Und grünes Kraut. Das ist auch super für Billy. Und hier glitzert noch etwas. Was ist denn das? Zugschlüssel mitnehmen. Ja, bitte. Gibt es hier noch irgendwas? Der Dienstaufzug steht auf der ersten Etage. Dienstaufzug rufen. Ja, warum nicht? Vielleicht ist ja was drinnen. Nö, dieses Ding ist natürlich leer. Objekt hier ablegen. Nö, ich wüsste jetzt nicht auf Anhieb, was ich ablegen sollte. Deswegen... Ah, die Tür ist zu. Es steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Blick könnte ich es herausbekommen. Eieiei, Leute. Also, Billy steckt jetzt hier erstmal fest. Wir wechseln wieder zurück auf Rebecca. Ich stehe nämlich immer noch im Regen. Das kann ich doch nicht zulassen, ja. So, ich habe jetzt extra nichts gesagt im Regen, weil ich nicht weiß, ob er mich dann noch hört oder nicht. Es ist jetzt gerade ziemlich laut auf dem Ohr.
Deswegen bin ich da draußen ein bisschen still. So, so wie ich das sehe, ist Billy hier drinnen gefangen. Sie ist von einer Seite verschlossen. Okay, dann gehen wir jetzt mal nach unten. Dennis hat sich ja eine Tür entriegelt. Das haben wir in der Zwischensequenz jetzt gesehen. Auf der Tür stand ja Staff. Was so viel bedeutet, nur für Personal zugänglich. Oder sollte sich da drin aufhalten. Genau, das war nämlich diese Tür. Und wir sind in der Küche gelandet. Auf der Theke liegen lauter Nahrungsmittel. Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Die Spüle läuft über. Was war das für ein Geräusch? Ein riesengroßer Kühlschrank. Ah, das war die Tür. Ach, hier ist der Aufzug. Moment, Billy hat doch einen Schlüssel gefunden. Billy? Mr. Cohen, legen Sie doch bitte mal diesen Zugschlüssel da drinnen ab. Zugschlüssel, ja. Nachdem du ja hier gefangen bist, kannst du damit ja... Ja, schick ihn nach unten. Kannst du ja eh nichts damit anfangen. Aber vielleicht kann ihn ja Rebecca brauchen. Irgendwo da unten. Zack, wir wechseln wieder. Ich finde dieses Wechselfeature eigentlich ziemlich gut. So. Hat Rebecca überhaupt noch einen Platz frei im Inventar? Ich weiß es gerade gar nicht. Zugschlüssel. Ja. Steht auf dem Zugschlüssel eigentlich irgendetwas drauf? Untersuchen wir den doch mal ganz kurz. Auf dem Schild steht Zugführerbüro. Ach, da sind wir vorbeigekommen an dem Zugführerbüro. Ich erinnere mich. Gott, warum habe ich jetzt zweimal so viel Munition? Ach ja, ich habe ja zwei Kisten gefunden und Billy hat auch eine geschenkt. Ah, diese blöde Tür. Sie ist von der anderen Seite verschlossen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder zurück. Und ja, gehen wir in das Zugführerbüro, sonst können wir hier eh nichts machen. Aber ich sehe gerade, die Episode ist schon wieder voll, Leute. Was bedeutet... Na, gibt's ja keine Pause. Na, egal. Was bedeutet, wir machen hier weiter in der nächsten Folge mit Resident Evil Zero. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke mich fürs Zusehen und ich verweise euch auf die nächste Folge. Bis dann und wie immer, so long.